So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. So. Ups. Sekunde. So, jetzt aber. Gut, finde raus, was mit Bardolf Beaumont passiert ist. Das machen wir natürlich, ist keine Frage. Müssen wir halt nur gucken, wie weit das wir kommen. Ich untersuchen. Was? Solltest du wo und wie untersuchen? Ich meine, da unten war ich schon, oder nicht? Nee, noch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich da später hin muss. Glaube ich. Ja, bin ich selber so gar nicht sicher. Einzige, was ich weiß, ist, dass da unten ganz viel Stress gibt. Revelio. Hier war doch irgendwas. Ah nee, das war weiter oben. Gut, dann gab es hier nichts zu entdecken. Die Frage ist jetzt allerdings, möchte ich hier schon... In der Höhle war ich doch schon. In der Höhle war ich schon. Da haben wir doch diesen ermordeten Typen da gehabt. Genau, hier waren wir schon. Interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an Kriegszeiten. Also nicht mich, aber in der Regel, ne? Ihr wisst, was ich meine. In gewissen Kriegen sozusagen gab es solche Dinge auch. Ich weiß nur nicht, wofür die gewesen sind. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Habe ich bei, keine Ahnung, Normandie oder so war das. Ich weiß es nicht ganz. Immer, die kamen immer dann zum Einsatz. Wenn irgendwelche Kriege am Strand gewesen sind. Sag mal. So, jetzt aber. Ich weiß halt nicht wirklich, wofür ich den Mondstein brauchen könnte. Weil er doch sehr... weil wir den doch relativ häufig finden. Aber vielleicht kommt es hier. Vorbei beim Wald. Hier muss ich richtig sein. Ja. Revelio. Hier musst du richtig sein. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ah, hieß die Sendung wirklich 1, 2 oder 3? Sind wir mal ganz ehrlich? Ich habe das früher sehr gerne geguckt. Als Kiddie. Ins Händchen. Ach hier. Lass mich mal überlegen. Das muss doch bestimmt hier hin. Ins Händchen. Ja. Ach hier. Aber nur dann, wenn ich dieses Merlin-Rätsel benutzt habe, oder? Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ist doch bestimmt so. Ja, das sieht doch so aus. Na komm her. Na hierher. Komm. Komm.
werden. Prüfungen kriegen mich nicht klar. Okay, das war mal was Neues. Aber ich würde gerne wissen, was es damit auf sich hat. Ich habe jetzt schon einige von diesen Prüfungen fertig gemacht, aber ich weiß halt echt nicht, was es damit auf sich hat. Wirklich. Ich kann jetzt hier was machen? Hm. Schwierig. Aber hier ist noch ein Händler. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ah, Barkok. Also ja. Das sieht doch ganz gut aus. Es war mir ein Vergnügen. Kein Problem. Mir auch. Finde heraus, was mit Bahnmond passiert ist. Hier. Ist auch wieder irgendwie... So, warte mal. Nee, das lassen wir mal hier. Depulso. Warte mal, es ging doch auch irgendwie... Ja, ganz genau. Lumos! Wirf ein Objekt auf einen Gegner. Ja, das kriegen wir hin. Stupor auf einen Gegner. Was ist Stupor? Expelliarmus, Ikrenzior, Depulso, Accio, Levioso. Was ist Stupor? Fidensco, Descento, Depulso, Configrenzo, Diffuso, Bombarda, Stupor, Beschwörungszauber, Crucio, Imperio. Ich habe keine Ahnung, was Stupor ist. Aber warum werden mir diese Dinger vorgeschlagen, dass ich die Sachen machen muss, wenn ich die nicht kann? You know? Warte mal, muss ich hier vielleicht später hin? Hm. Schwierig. Vielleicht muss ich hier nochmal hin. Oder das... Alter, die Lichteffekte sind schon echt geil. Lässt sich jetzt nicht von der Hand lesen. Also optisch ist das Spiel schick. Das muss Bardot sein. Idiot!
Apotheke. Jetzt wird doch gar nicht mehr so viel sein. Ach hier. Vielleicht will Madame Bowman gar nicht wissen, was ihm wirklich zugestoßen ist. Ich glaube, der hat sich mit den falschen Leuten eingelegt. Erstatte Claire Bauro-Bericht. Verstehe, das ist also mit dem passiert. Tagebucheintrag 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben, aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt 2 der Flüche gemeistert. Aber um mehr zu lernen, musste ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürfen meine Angst nicht bemerken. Sie flüstern schon jetzt hinter meinem Rücken. Man hat mir beigebracht, schwarzen Magier nicht zu trauen, aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie erlernt habe, um Claire, mich selbst und ganz Oppersfield zu schützen. Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Er belauschte ein Gespräch. Es ging um einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Ist aber nur einer, ne? Oh, das sind aber schöne Vögel. Ach hier. Incendio. Expelliarmus. Also ich kann der Natur nicht schaden, aber ich kann sie ärgern. Boah, das ist gemein. Incendio. Ja, das macht gleich Bumm. Das hat jetzt geruckelt. Also wenn ein bisschen viel los ist, dann interessant. Ja, also die PlayStation hat mit Explosionen schon zu kämpfen. Das lässt sich nicht von Dingsbums lesen. Ich will aber gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Zweiter Tagebucheintrag. Renaissance-Hut. Hier. Was ich gerade bezeugt habe, stößt mich ab. Sie haben ein Inferius geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam zum Leben erweckt. Ich habe versucht, meine Entsetzen über das, was ich dort sehen musste, zu verbergen, aber ich fürchte, sie haben mich durchschaut. Ich musste sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin, dass ich nicht hier bin, um ihnen zu schaden. Gelingt das nicht, könnte ich der Nächste sein. Hier werden Inferi erwähnt. Und dass Bardolf offenbar als Nächster dran sei. Ja. Wahrscheinlich haben wir den gerade eben gesehen. Jobberknoll. Rebellion. Gibt's hier noch irgendwas hinterm Zelt oder so? Nee, ne? Gut, dann gehen wir mal zurück. Unten meine ich auch was. Hatten wir ja auch schon was gehabt. Ups. Ich will mal gucken, ob ich einfach zurückfahren kann. Obwohl, hier will ich gerne mal den Wegweiser hinsetzen. Weil dann kann ich nämlich das auch gleich. Ne? Ich vergesse immer, dass es ein Hogwarts-Spiel ist und das ist kein, normales RPG ist. Ich versuche hier immer alles zu killen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Das ist schön. Ich sag dir mal was. Wir könnten ganz bald hier. So leicht gebe ich nicht auf. Au. Ach hier. Ich befürchte ja. Ach
Stipendiat. Bist du das? Lässt du mich schweben? Was du willst. Au. Das war dumm. Mal sehen, ob die Feuer. Ja, Gegner auf höheren Stufen zu klatschen war eine dumme Idee. Das habe ich jetzt auch gemerkt, aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Mega Power Tank, das ist gut. Ich habe sowieso viel zu viel verbraten. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier schon lang zu gehen. Charmanter Hausmantel. So, lass mal ganz kurz überlegen. Ausrüstung. Ich habe mich mal wieder um nichts vorbereitet. Einfach mal spontan gesagt, ja, jetzt sind sie nochmal auf. Ja, der ist schlechter. Ich will zwar nichts sagen, aber das war richtig guter Stuff. Level 18. Ja, wir sind Level 17. Ja, das passt schon. So, ich wollte ja eigentlich nur Dingsbums machen. Ich wollte mich ja eigentlich, den Reisepunkt hier eröffnen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ach ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das war ja so schlimm. Von A nach B laufen. So. So. Blair Beaumont. Einen aufrichtigen Dank. Das war sehr tapfer. Madame Beaumont, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Oh, bitte sagen Sie mir, er ist in Sicherheit. Ich sag die Wahrheit. Leider wurde Bardolf in einen Inferius verwandelt. Und ich musste ihn töten. Was? Aber was bringt Sie zu der Annahme, dieser Inferius sei mein Bruder Bardolf gewesen? Das ist absurd. Er trug einen Wollpullover. Handgestrickt. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolf. Natürlich hört sie jetzt nie, hört sie jetzt von jetzt auf gleich. Bardolf, oh, okay. Mein lieber Bruder. Oh nein. Dabei interessant, dass sie jetzt noch, finde ich aber interessant, dass sie jetzt so immer noch so ein bisschen trauert. Also macht es ein bisschen realitätsnäher. Als zum Beispiel in den meisten MMOs oder in früheren. Schaffe an Was? Beschaffe und teste den Unsichtbarkeitstrank. Beschaffe und teste ein Donnerbräu gegen Gegner. Mache ich jetzt erstmal Raum der Wünsche. Komm, dann machen wir hier mal weiter. Wo ist die Karte? Hier. Gerade von Hogwarts Legacy. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht besser ist.
wenn ich einfach mal die Hauptstory mal durchpetze, eine Weile. Und die ganzen anderen Sachen mal ein bisschen liegen lasse. Sprich, so dass ich einfach mal ein paar Zauber lerne. Das würde es deutlich angenehmer machen. Machen wir aber beim nächsten Mal. Ich meine, wir sind jetzt schon 20 Minuten da. Ist okay, wir müssen ja nicht immer 30 bis 40 Minuten Parts machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.